Ja, danke schön. Als Skeptiker beschäftigen wir uns eben mit Dingen, die Leute so glauben und die man vielleicht nicht unbedingt immer glauben muss. Und eins von diesen Themen sind eben die Biophotonen. Und zur Frage, was eigentlich sind Biophotonen, stütze ich mich einfach mal auf die Massenmedien. Da wäre zum Beispiel in der Welt war zu lesen, heilen ohne Nebenwirkungen mit Biophotonen. Wissenschaftler, also alles Hochwissenschaftler, wissenschaftlich, fanden heraus, dass Körperzellen über schwache Lichtreize miteinander kommunizieren. Und mit Hilfe der Biophotonentherapie ist es dann möglich, die natürlichen Lichtquanten der Zelle wieder anzuregen und so die Kommunikation wiederherzustellen. Und das hilft dann gegen Hautkrankheiten, Migräne, Burnout, Bettnässen, Depressionen, Schlafstörungen, Rheuma, Raucherentwöhnung. Erstaunlicherweise, in dem Artikel kommt nicht vor, dass es gegen Krebs hilft. Sowas hilft normalerweise immer gegen Krebs. Ja, schauen wir nochmal, was der Spiegel dazu zu sagen hat. In einem Artikel namens Biophotonen, das rätselhafte Leuchten allen Lebens, hieß es, letztlich sind Biophotonen wohl ein Phänomen der Quantenphysik und das hat mich zu dem Thema gebracht. Und die Existenz dieser Biophotonen ist mittlerweile unumstritten. Den Nobelpreis hat Popp trotzdem nicht erhalten. Und wer ist dieser Herr Popp jetzt? Nun, Fritz Albert Popp ist der Mann, der die Biophotonen entdeckt hat. Und was es mit denen auf sich hat, da muss ich Ihnen jetzt noch ein Zitat dazu präsentieren. Das hat er also in seinem Vortrag erklärt. Er also, Lebewesen haben einen Zellverlust von 10 hoch 7 Zellen pro Sekunde. Also 10 hoch minus 7 Sekunden muss das Signal, das die Botschaft des Zelltodes überträgt, eine solche Distanz zurücklegen, dass die nächste Zelle weiß, ich muss jetzt nachwachsen. Und wir müssen davon ausgehen, dass allein nur Licht der Signalträger ist. Alle anderen Signalträger wären viel zu langsam. So, das stellen wir uns jetzt einfach mal bildhaft vor. Da haben wir also eine Zelle hier und die Zelle sagt jetzt, ich sterbe. Und das müssen jetzt die Nachbarzellen wissen, damit sie nachwachsen können. Okay, Zellteilung, Pflanzenzellen, dauert so ein paar Stunden. Also die müssen innerhalb der nächsten Stunden das irgendwie erfahren, dass sie nachwachsen müssen. Das Signal muss übertragen werden von einer Zelle zur Nachbarzelle, so ein paar Mikrometer. Und alle anderen Signalträger außer Licht wären viel zu langsam. Wenn Ihnen das jetzt nicht einleuchtet, mir auch nicht. Und damit würde ich zunächst mal festhalten, so richtig zwingend ist diese Theorie von Herrn Popp nicht. Also, soweit wir es jetzt wissen, kann sein, muss aber nicht. So, wie kommt der jetzt da drauf? Was hat er gemacht? Was er gemacht hat, war übrigens als Biophysiker an der Universität Marburg, bevor er da gegangen wurde. Er hat Pflanzenteile unter einen Photomultiplier gelegt. Photomultiplier ist im Prinzip ein extrem starker Restlichtverstärker mit so einer Hochspannungskaskade. Kann der einzelne Photonen, einzelne Lichtteilchen so weit verstärken, dass man sie vernünftig messen kann. So, da hat der Popp Pflanzenteile drunter gelegt und tierische Zellen und hat festgestellt, er misst darüber Photonen. Und zwar pro Quadratzentimeter Zellmaterial so etwa 100 Photonen pro Sekunde. Das ist also extrem wenig, so wenig, dass man es nicht sehen kann. Und die haben auch keine besonderen Eigenschaften. Die sind über alle möglichen Farben des sichtbaren Lichts verteilt. Aber er hat eben Photonen gemessen. Und da hat er gesagt, okay, da kommt Licht raus. Also offensichtlich, die Zellen kommunizieren über dieses Licht miteinander. Kann ja nicht anders sein. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, okay, also die Zellen sind da. Die Frage, kann es vielleicht doch anders sein? Welche anderen Erklärungen gäbe es möglicherweise? Und die einfachste, sozusagen die Nullhypothese ist, das ist halt Zufall. Da kommt halt irgendwie Licht raus. Wie kann es sein, dass da irgendwie Licht rauskommt? Naja, wir kennen natürlich Organismen, wo tatsächlich Licht rauskommt. Also so Glühwürmchen können Sie in Bornheim im Wasserpark zum Beispiel sehen im Sommer. Wir kennen leuchtende Pilze, wir kennen leuchtende Fische, wir kennen leuchtende Einzeller, wir kennen leuchtende Krebschen. Wir kennen noch andere Organismen, das ist jetzt kein Witz. Also falls irgendwie jemand von Ihnen Schwierigkeiten mit stark flackernden Bildern hat, bitte kurz die Augen zumachen. Also auch eine Lebensform, die man in Frankfurt zumindest zu meinen Studienzeiten häufiger beobachten konnte. Im Moment eher im Aussterben, würde ich sagen, die Raver. Also das ist auch chemisches Leuchten, funktioniert im Prinzip nach genau dem gleichen Prinzip, diese Leuchtstäbe. So, und die Frage ist, was hat das jetzt, wie kann es sein, dass aus Zellen Licht rauskommt. Nun, was braucht man dafür? Zunächst mal braucht man ein komplexes Molekül. Und in diesem komplexen Molekül ist irgendwo ein Elektron drin, das angeregte Zustände einnehmen kann, metastabile Zustände und darin Energie aufsammeln kann. Das heißt, ich pumpe da Energie rein und das Elektron geht in immer höhere angeregte Zustände. Irgendwann hat es genug und spuckt die Energie wieder aus. Die muss es irgendwie loswerden. Das geht nur als Photon. So, das heißt,
Das Elektron emittiert ein Photon, dann ist es wieder im Grundzustand. Und wenn es genug Energie hatte, ist das Photon im sichtbaren Bereich. Dann kommt da halt Licht raus. Die Frage ist, kann das zufällig passieren? Naja, was bräuchten wir, damit das zufällig passieren kann in der Zelle? Wir bräuchten komplexe organische Moleküle. Jo, haben wir in jeder Zelle genug. Wir brauchen Reaktionen, die Energie freisetzen. Zellen haben Stoffwechsel, jede Menge Reaktionen, jede Menge Energie wäre auch da. Und das Ganze müsste irgendwie so gesteuert sein, dass halt zufällig, wenn was schief geht, dass die Steuerung nicht perfekt ist. Das ist sozusagen, naja, das ist für Leben, Leben ist nie perfekt. Sprich, also die Nullhypothese wäre schon irgendwie, das geht. Die Frage ist, geht auch die Hypothese vom Pop? Ist das überhaupt denkbar? Okay, was hat er jetzt gemessen genau? Er hat ein Quadratzentimeter Zellmaterial genommen und hat darüber pro Sekunde 100 Photonen genommen. Okay, ein Quadratzentimeter Zellmaterial, Pflanzenzelle 50 mal 50 Mikrometer etwa, heißt, auf diesem Quadratzentimeter sind etwa 40.000 Zellen drauf. Bei 100 Photonen pro Sekunde emittiert also jede Zelle im Durchschnitt alle 7 Minuten ein Photon. Wir halten mal fest, die sind nicht sonderlich gesprächig, diese Zellen. Um Informationen zu kodieren, bräuchte ich ja mindestens 2 Photonen. Ich müsste einmal sagen, jetzt kommt was und dann kommt entweder ein zweites Photon oder es kommt keins. Damit hätte ich ein einziges Bit übertragen. Das ist schon sehr, sehr schweigsame Zellen. Können die Zellen jetzt auch was verstehen? Wir halten uns mal von der Frage fern, ob sie irgendein Organ dafür haben, das noch kein Biologe gefunden hat. Vielleicht sind die Biologen einfach nicht fähig, die zu finden. Aber können sie überhaupt was verstehen? Wie ist denn das Rauschen? Also was stört diese Signalübertragung über die Photonen? Nur was stört vor allen Dingen, wäre Sonnenlicht. Sonnenlicht hat 1400 Watt pro Quadratmeter im sichtbaren Bereich. Das sind ziemlich viele Photonen. Wenn ich das jetzt runterrechne auf die Fläche von einer Zelle, an der Oberfläche von zum Beispiel einem Blatt, dann wird das getroffen pro Sekunde von 10 Millionen Millionen Photonen. Und da müsste die Zelle jetzt das eine Photon alle 7 Minuten rausfinden, mit dem die Nachbarzelle mit ihm reden will. Ich denke, wir können festhalten, sonderlich plausibel ist die Theorie von Herrn Popp nicht. Das hindert aber viele seiner Anhänger nicht daran, reichlich Werbung damit zu machen. Zum Beispiel diese beiden Heilpraktiker hier, die damit werben, dass sie eine gezielte Anregung der Biophotonen im Zellsystem machen. Und sie sagen auf ihrer Homepage, und das ist jetzt für mich als Physiker besonders interessant, weil ich eigentlich immer davon ausgegangen bin, wenn das Licht aus Photonen besteht, informieren Sie sich über die Unterschiede zwischen irgendeinem Licht und Photonenlicht. Wenn Sie sich dann informiert haben, können Sie dann dieses Gerät hier, dieses Gerät hier für Heimanwender für 150 bis 200 Euro im Monat mieten. Sie können es natürlich auch für ein paar Tausend kaufen. Oder also, wenn Sie aber Arzt oder Heilpraktiker sind, das Profigerät haben wollen, ist natürlich teurer. Das Ganze kann auch kein Placebo sein. Das kennen wir von den Homöopathen. Kann kein Placebo sein, weil wirkt auch bei Tieren. Da haben wir also diese Heilpraktikerin hier. Mein Pferd brachte mich zu den Biophotonen, also wirkt auch bei Pferden. Und sie können wunderbare Produkte, also Biophotonen-Bettmatte für knapp 900 Euro. Forschungen zeigen, dass die Photonisierung von Matratzen zur bioenergetischen Unterstützung ihres Organismus führen kann, was immer das heißen soll. Ganz besonders toll finde ich aber also diese Biophotonen-Pyramide hier. Die hat die Leistung von über 5 Tonnen Bergkristallenergie und da ist sie also mit... Da ist sie mit 385 Euro echt günstig. Also stellen Sie sich vor, Sie müssten 5 Tonnen Bergkristall kaufen. Abgesehen davon, Sie sparen sich ja die... Also ich meine, 5 Tonnen Bergkristall in Ihre Wohnung zu schleppen, da haben Sie was zu tun, ja? Das ist aber jetzt noch nicht mein... Also mein Lieblings-Biophotonen-Produkt ist leider nicht mehr erhältlich. Das gab's bei lichtdeslebens.de. Also die Biophotonen-Kuscheldecke gibt's noch. Was leider... Also die Biophotonen-Ente Hubert, die ist leider nicht mehr zu bekommen für 54 Euro. Dankeschön.